Hallo, ich bin Anne Wiege, ich bin Tiertrainer und ACE-Instruktorin und ich möchte euch heute was über Snuffle-Mats erzählen. Snuffle-Mats sind immer mehr benutzt und immer beliebter und zu Recht. Das ist ein ganz großartiges, spaßiges Arbeitsgerät für Hunde. Die können da ihre Nase einsetzen, minimale rechts, links, oben, unten Bewegungen mit ihrem Kopf und Hals machen, was ihnen wirklich gut tut. Es macht ihnen Spaß, es beruhigt sie, sie entspannt sie. Und ich möchte euch heute so eine ganz kleine Auswahl an Variationsmöglichkeiten vorstellen, die das noch effektiver für euren Hund gestalten können. Es ist nicht für alle Hunde einfach, ihren Kopf bis auf den Boden zu bewegen, weil der Hals vielleicht relativ kurz ist, sie vielleicht Schmerzen in der Schulter, in den Ellbogen oder im Hals haben, weil sie einfach so gebaut sind, dass sie einen sehr kurzen Hals haben. Es gibt Hunde, die haben sehr kurze Nasen und haben Schwierigkeiten, in einer Snuffle-Mat rumzuwühlen und die Kutzle zu finden. Deswegen empfehle ich euch generell, auch wenn ihr einen Hund habt, der keine Probleme hat mit der Nase, mit seiner langen Nase wie Siri, bis auf den Boden zu kommen, ich empfehle es euch wirklich, probiert verschiedene Höhen aus. Ein stabiler Hocker, noch ein stabiler Hocker, aber eine andere Höhe. Laptop-Stütze, die so ein bisschen angeschrägt ist. Das ist ganz, ganz, ganz super für Hunde, die eine kurze Nase haben oder wo sie auch so ganz nach oben geht. Und für alle Hunde, die vielleicht auch Probleme mit der Halswirbelsäule haben, weil es ihnen so ein bisschen näher bringt. Sie müssen sich nicht so nach vorne beugen.